Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oninaki Blind. Ja, beim letzten Mal haben wir es hier in die erste Säule reingeschafft und arbeiten uns gerade hier durch. Haben in der Dunkelheit den Effekt, dass wir mehr Schaden machen, je näher wir am Gegner dran stehen. Von daher macht sich Will hier eigentlich ganz okay. So insgesamt, an dem wir gerade arbeiten, dass er seine letzte Erinnerung zusammenkriegt. Und sind hier auf der Suche nach Hinweisen auf die Ursprünge unseres Reiches. Das war, warum wir überhaupt hingekommen sind. Und wir finden hier jede Menge Pinguine. Die haben, glaube ich, nichts mit dem Ursprung unseres Reiches zu tun. Würde ich mal vermuten. Was natürlich nicht heißt, dass wir sie nicht trotzdem suchen können. Bringt schließlich Erfahrungspunkte und potenziell Seelensteine, die wir haben wollen. So. Paralysieren Resistenz plus und vor allem eine Schatztruhe mit einem Uhrmacher drin. Noch einer rot leuchtenden Waffe. Also eine weitere epische Waffe. Wie wir sie das letzte Mal erst vom Boss gekriegt haben. So, hier haben wir mal wieder eine schöne Situation, wo der Gegner nicht an uns rankommt. Die nehme ich. Ich nehme mal, dass diese extrem nervigen Feinde nicht in der Lage sind, mich zu treffen. So, die Katastrophe ist erwacht. Welch ein Glück. Ja, und dann... Ja, fehlt uns auch nur noch ein Axtstein, glaube ich, damit wir den guten Will zumindest erstmal alle seine Erinnerungen kriegen. Die Frage ist, ob er damit auch schon Rang 5 wird. Daran arbeiten wir ja auch immer an allen im Moment. Na, wir wollen ja schließlich alle so ein bisschen hochleveln, nur für den Fall. Nicht, dass ich wirklich... die Vermutung habe, dass ich Will nochmal großartig benutzen werde, wenn ich mit ihm durch bin mit den Erinnerungen und so, aber... Na, man kann ja zumindest so tun, als ob... dann ist die Katastrophe erwacht. Für mehr Schaden. Von mir aus gerne. Und dann... sind hier mehr Bomben gespawnt. Oh, von mir aus. Die tun mir in der Regel nicht viel, wenn ich nicht gerade in der Bombe stehen bleibe. Was schon mal passiert, vor allem mit dem etwas langsamen Will. Aber ansonsten so insgesamt nicht so richtig gefährlich. Hier finden wir dann eine Wiederbelebung plus. Boah. Haben letzte Zeit nicht wirklich Zeit und Gelegenheit gehabt, um beim Alchemisten vorbeizuschauen. So, auch die beiden Bomben können nochmal in die Luft fliegen, wofür noch mehr Bomben gespawnt sind. Natürlich. So. Gute Arbeit, Will. Und dafür sind einfach noch mehr Bomben gespawnt. Reicht jetzt so langsam, glaube ich mal, mit Nachspawnen von Bomben hier in der Ecke. So, wenn das Unglück noch erwachen würde, wäre ich noch ein bisschen glücklicher. Dass das noch ein bisschen besser wird. Die Attacke ist nämlich eigentlich ziemlich gut. Na, jetzt schauen wir erstmal, wo es uns hier hinten hinführt. Zum nächsten Grenzstein. Und vor allem zu einer verschlossenen Tür. Okay, dann gehen wir das Licht rüber. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar Dinge nicht erkundet. Sprich, ein paar Gegner noch nicht zerschnetzelt. Sprich, möglicherweise einen Axtstein noch nicht geholt und nicht weiter Richtung Level 56 gearbeitet. Ich würde sagen, hier unten sind doch bestimmt noch Feinde. Und ich hatte recht. Na, ah, da haben wir auch unseren Axtstein, wie versprochen. Zack, damit hat Will seine letzte Erinnerung freigeschaltet. Hat er dann doch Rang 5 erreicht? Ja, yay, wir sind fertig mit Will. Puh, okay. Ein Glück. Das klingt so fies, aber ist halt so, ne?
Dann... Oh, muss ich Musik heraus? Das ist die nächste, die wir leveln wollen. Na cool, dafür ist einfach direkt noch einer gespawnt. Genau das, was ich haben wollte. Ah, schöner Crit. Der ging dafür daneben, der Himmelsbrecher. Zack, aber das würde theoretisch ein Kaleidoskop den ziemlich sicher umbringen. Kaboom. Und natürlich ist dafür noch einer gespawnt. Man kann doch echt übertreiben. Mit den dauernden Nachspawns. Zack, mehr Crits. Sehr gut. Oh, er ist auch schon so gut wie erlegt. Zack. Wunderbar. Na, immerhin sind wir mit Lucika schnell unterwegs. Okay, damit haben wir hier auf jeden Fall auch alles erkundet. Dann schauen wir wohl mal, wie wir durch diese verschlossene Tür kommen. Vielleicht geht die halt nur im Licht auf. Ja, geht halt nur im Licht auf. Okay. Dann erfahren wir doch mal mehr über Will. Na, wir arbeiten uns gut durch unsere Dämonen durch. Oh, er hat Kabel. Oh, okay, das Gesicht ist wahrscheinlich etwas verwirrender. Hm, das Versuch wohl nicht so gut gelungen, ne? Hm, oder doch? Töte mich. Schätze ich mal, soll es dann sein, wenn es wie eine Maschine klingt. Na, Glückwunsch. Du hast jemanden Töte mich erkannt. たちの特殊な体質だったということ。じゃあ。生きることも死ぬことも許されない兄。その最後の悲しい願い。ああ、sehr gütig von dir. Ja, aber da warst du gnädig, hast den Leuten diese Qual entnommen. Und dann niedergemäht worden. War ja schon hart. Ah. Will ist ein guter Junge. Wenn jetzt im Kampf noch etwas besser wäre, wäre ich glücklicher, aber Will ist ein guter Junge. Okay, dann schauen wir noch mal, was wir theoretisch bei Will noch alles Schönes kaufen können, was wir nie kaufen werden. Hier gibt es nicht erstmal direkt die 5er Fähigkeit, sondern eine Intensität, kritische Kraft, voll aufgeladene Angriffe erhöht. Okay. Und dann gibt es theoretisch den Xenozid. Mhm. Entfessle einen schneidenden Lichtstrahl. Die Kraft wird je nach Gesamtzahl der Aufladungen erhöht. Okay. Und Impuls, je mehr Axtsteine, bla bla bla. Okay. Von mir aus. Okay. Dann... Aisha haben wir fertig, Saf haben wir fertig, Will haben wir fertig, Isan haben wir fertig, an Rigan müssen wir noch arbeiten, Dia haben wir fertig, an Gaut müssen wir noch arbeiten, an Lucika arbeiten wir gerade, Treis und Zephyr sind schon fertig,
Also war tatsächlich sehr gut dabei durchzukommen. Ich habe gesagt, Garvos erwarten wir uns fürs Letzte. Hier wollen wir das allerletztes da mal mit reinnehmen. Einfach weil er eine gute epische Waffe gedroppt gekriegt hat und weil ich mit ihm eigentlich im Kampf immer sehr gut klarkomme. Nehmen wir uns das Einfache zum Ende. Okay, dann müssen wir uns wohl hier die Dinger mal anschauen. Okay. Das war ein unfassbar schwieriges Puzzle. Sollte das ein Puzzle gewesen sein? Ich bin mir nicht sicher. Sieht stark nach einem Bossraum aus. Wir laufen zu langsam für Sarah. Okay, hier steht anscheinend die Wahrheit über unser Reich an der Wand. Ist immer gut, wenn antike Zivilisationen sowas an der Wand malen. Anstatt es irgendwo niederzuschreiben. Was ist das hier? Okay. Monster mit Hörnern auf dem Schädel und Sensen und Schwertern. Ja, das soll wohl eine Schlacht sein, aber nicht zwischen Menschen. Warum tragen die Togas? Sieh nur die Größe an. Könnte das der Oni sein, der die Welt untergehen lässt? Okay, da können wir anscheinend irgendwo hin. Kann ich mir hier nochmal irgendwas anschauen? Ich kann näher rangehen. Kann ich es mir hier in irgendeiner anderen Art und Weise anschauen? Nee. Wäre es irgendwie cool gewesen, wenn das hier nochmal leicht abgeänderte Bilder wären, weil es vom Jenseits aus irgendwie halt einen anderen Schein hat oder so. Aber dem scheint nicht so zu sein. Enttäuschend. Na gut, dann nehmen wir wohl den Aufzug? Fragezeichen. Ist das hier ein Aufzug? Ja. Einmal ins Untergeschoss, bitte. Nee, mehr Grenzsteine. Grenzstein erscheint mir so als Warnung zu sein. Nee, okay. Nicht Warnung, hey, hier ist direkt ein Boss um die Ecke, sondern einfach nur, du hast eine neue Etage mit Feinden erreicht. Wir geben dir hier mal die Möglichkeit zu speichern, damit du später mit dem Fast Travel hier jederzeit hinkommen kannst oder so. Hey, mehr Äxte. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch keine Sicht haben. Von daher machen wir erstmal. Prügeln wir uns erstmal durch ein paar Pinguine durch. Öffnen mehr Türen. Hi, Skorpione. Also, solange ich keine Geister sehen muss, alles gut. Okay, der Angriff geht sauber daneben. Ja, Lucy hat so das Problem, dass er nicht allzu viele Techniken hat, die mehrere Gegner auf einmal treffen. Fäuste und so. Übliche Problem an Forstkämpfern. AOEs sind so ein Problem. So haben Mönche auch immer so ein Problem mit D&D. Mit Gruppen. So. Erstmal hier noch weiter den Rochen schlagen. Aber ich dachte gerade schon, hier werden Gegner nachgespawnt. Mit 3 Fauststeinen können wir doch bestimmt schon wieder was kaufen. Das ist nur die Frage, wo die Erinnerung eigentlich ist. Oh, ganz da hinten. Ja, die düstere Verbindung können wir da verkaufen. Je mehr Verbundenheit, desto mehr Schaden und durchschlagende Verteidigung. Das klingt gut. Das heißt, Lusiga ist tatsächlich jemand, für den wir diesen Schattenstein mit erhöhter Verbundenheit sogar noch gut gebrauchen können, wo man zu 225% kommen kann. Jetzt braucht man noch 3 und dann noch 3 und dann 5. Mein Gott, teuer. Alle Werte in der Barriere erhöht. Ja, toll. Wenn man in der Barriere dann sich auch noch bewegen und angreifen könnte oder so, wäre das sicher mal hilfreich. Au. Au.
Ich hänge erfolgreich in der Ecke und komme hier nicht mehr raus. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts tun. Hallo? Kann ich bitte irgendwas tun? Irgendwas. Hallo? Bitte? Nope. 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 Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich kann nichts tun. So. Meine Fresse. Okay, man kann es doch echt übertreiben mit. Ich hänge dich mal in die Ecke fest und du kannst plötzlich nichts mehr tun. Dann musste nicht sein. Natürlich werden die auch mal wieder von überhaupt nichts gestaggert. Nicht mal davon gesteigert, in ein Kaleidoskop gezogen zu werden. Ja, ich habe einen Sichtdieb gefunden, Spiel, ist mir aufgefallen. Ja, du hässliches, dreckiges Mistding, geh drauf. Man kann es echt übertreiben. Okay, mehr Blauregen. So, haben wir jetzt hier eigentlich einen neuen Effekt, weil wir auf einer anderen Etage sind. Aber das ist immer noch der Nahkampfeffekt. Angriffe haben eine umso höhere Chance, das Ziel taumeln zu lassen, je weiter es entfernt ist. Das ist natürlich unglücklich für uns. Wo wir gerade absoluten Nahkämpfer drin haben. Heißt aber natürlich auch, dass wir in der Regel direkt neben den Gegnern sein werden, weshalb sie dann auch eine geringere Chance haben, uns taumeln zu lassen. Zack, zack, zack. Das hat ordentlich Gegner getroffen. Ein Kaleidoskop in die Mitte. Aue. Da werden die Fäuste die kleinen Gegner hier nicht außerhalb unserer Reichweite wegpunchen würden, wären sie irgendwie deutlich besser. Ich weiß, habe ich mich schon mehrfach darüber beklagt, aber es ist ein weiterhin bestehendes Problem. Okay. Machen wir ganz mal ein bisschen schneller. Ein Minesänger. Okay. Nee. Ist perfekt durch mich durchgedasht. So. Die Plattform zumindest kurz und schmerzlos gestaltet. Wieder perfekt. Genau dann angegriffen, als ich in das Kaleidoskop gegangen bin. Die Dinge sind schon nervig. Dafür, dass halt eigentlich so kleine Gegner sind. Weil die so eine extrem schnelle Angriffsanimation haben, die uns tatsächlich jedes Mal staggern lässt, obwohl wir direkt vor denen stehen. Natürlich überlebt der eine noch mit einem HP. Ich wünschte, ich würde die nicht einfach jedes Mal wegpunchen. Apropos jedes Mal wegpunchen, haben wir zufällig eine bessere Waffe? Kritische Chance plus, Gift plus? Nö. Beim besten Willen nicht. Ganz viele tolle Ereignishorizonte, mit denen wir nichts anfangen können. Okay. Komm, geh drauf. Danke. Yay, heilreiche Stäbchen gefunden. Sehr gut. Die brauchen wir auch dringend. Da haben wir hier nur den Aufzug wieder gefunden. Okay. Anstrengend. Lucika ist anstrengend.
Unter anderem eben, weil ich genau weiß, dass ich den A-Knopf nicht drücken darf. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Barriere da sein soll. Die tut einfach nichts Sinnvolles. Hey, mehr Fauststeine. Na, ein Martyrer plus. Nicht unbedingt das, was ich haben möchte. So, also die Pinguine lässt es in unserer Reichweite, wenn wir sie angreifen, aber die komischen Rochen müssen unbedingt dringend rausgeschlagen werden. Hier kriegen wir Verteidigung plus. Dann sind diese kleinen Rochen auch teilweise mit ihrem Farbschema echt schwer zu sehen auf dem Hintergrund hier. Die haben halt etwa genau dieselbe Farbe vom Boden und haben die Augen von denen haben die auch dieselbe Farbe wie die ganzen Lichtblitze auf dem Boden. Das ist nur ein bisschen. Ja, das ist mal ein Design. Um es freundlich auszudrücken. Gut, rennen wir halt einfach einen Schlag nach einem Schlag hinter diesem einen Gegner her, weil wir sowieso die ganze Zeit nur durch die Gegend boxen, bis wir ihn an der Wand gekriegt haben. Wunderbar, war ein Kampf, ey. Gegen Standardgegner. Also gegen Bosse könnte ich dann alles verstehen, dass man sagt, so ja, hier kannst du ja erstmal nur so einen Schlag pro machen, dann muss das mal wieder ein Stück zurück und dann muss in Sicherheit gehen und dann den halt einen Boss verfolgen und so. Alles nachvollziehen. Er ist ein verdammter Standardgegner, der in Massen hinter uns herrennt. Renne bitte einen Schlag nach einem Schlag hinter dem her. Hey, neue Stufe erreicht. Sehr gut. Okay. Ah, noch mehr auf dieser Plattform außer den beiden großen Dingern in der Mitte. Sieht nicht so aus. Dann können wir uns mal die beiden Idioten hier in der Mitte. Au. Okay. Hey, mehr Forststeine. Sehr gut. Okay, einer von beiden ist erledigt. Mit dem letzten sollten wir dann eigentlich wieder ganz gut klarkommen, weil das halt ein Gegner ist, der uns nicht einfach aus unserem Nahkampfkombos rausgezogen wird. So, wunderbar. Ja, wir sind schon wieder bei 3. Wunderbar, da können wir direkt mal wieder ein Upgrade kaufen für Lusika. Der Habenwille, alle Werte in der Barriere erhöht, aber nur im Erscheinenzustand. Und ich, wie gesagt, bin immer noch nicht sicher, wofür die Barriere da ist, also werde ich es nicht einsetzen. Wie gesagt, vielleicht bin ich einfach nur zu blöde, um zu erkennen, wofür die Barriere da sein soll, aber die macht für mich einfach keinen Sinn. Au. Das hat mich mal wieder perfekt angegriffen, als ich gerade meinen Knopf gedrückt habe. Und hier habe ich gerade diesen Sonic, glaube ich, auch ein paar Meter zur Seite bewegt. Irgendwas hat es auf jeden Fall zur Seite bewegt. So. Ritzel. Gut, dass der einfach aus meinem Kaleidoskop rausgerollt ist. Komm, geh drauf, du. Danke. Oh, Schatztruhe. Haben wir einen Universalstein drin? Na, von mir aus. Und dann suchen wir den Rand unserer Sicht hier im Moment. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir irgendwo noch einen zweiten Sicht dies haben werden. Nicht wahr? Fragezeichen. Weißbrote. Wunderbar. Die Projektile von den Fritzen uns einfach langsam aber sicher K.O.
Zack. Und natürlich hat das einfach mehr von denen gespawnt. Warum auch nicht? So, mehr Fauststeine. Brauchen nur noch 8 weitere. Aber paralysiert. Na, ich bin mir nicht sicher, wofür die Barriere da ist. Wieder einmal. Ich wollte es aber nur nochmal ausprobiert haben. Tut das irgendwas gegen diese Fernkampfangriffe? Nein. Wir stehen einfach nur da und nehmen halben Schaden von den Fernkampfangriffen. Und stehen dann da noch für eine weitere Minute, während noch mehr Angriffe auf uns niederprasseln, denen wir dann nicht ausweichen können, weil wir sich bewegen können. Ist schon clever, das Ganze. So. Dich in den Rücken hauen. Wunderbar. So. Da haben wir tatsächlich den Rand unserer aktuellen Sicht. Das heißt, wir können hier noch erkunden gehen, denn hier haben wir noch Sicht. Und da vorne hört es dann auch schon wieder auf. Jo. Und da haben wir auch schon einen Sichtdieb gefunden. Das ging sauber daneben, Kevin. Gute Arbeit. Warum zur Hölle hast du dahin gezielt? Weiß auch keiner. Na, geben wir eben meine 200%. Dann machen wir die beiden hier nämlich mal etwas schneller. Das dauert ja ewig, gegen die zwei hier zu kämpfen. So, einer erledigt. So, beide erledigt. So, dann stellt sich mal Homo so direkt in den Sichtdieb. Zack, das Portal, das Gegner mit Morgensternen spawnt. Sollten wir wohl tatsächlich erledigen. Bevor es das in Massen tut. Die können ein bisschen nervig werden, die Kollegen. So. Problem gelöst. So. Das ist unser Erscheinen leider schon wieder zu Ende. Zack, der erledigt. Jetzt haben wir hier noch nervige kleine Pflanzen drumherum hängen, die natürlich auch mal wieder alle giftimmun sind. Und es spawnt natürlich mehr Pflanzen. Ach, Jungs. Und Mädels. Wieder einfach viel zu viele Nachspawns. Apropos. Viel zu viele Nachspawns. Haben wir noch mehr gespawnt. Wenigstens rennen die Pflanzen. Na, werden die Pflanzen von unseren Angriffen nicht so weit weggeschlagen, dass wir sie nicht einfach kombinieren können. Aber natürlich sind noch mehr Gegner nachgespawnt. Aber das ist, was wir brauchten. Mehr Nachspawns. Ja, man kann es auch echt übertreiben. Wenn so viele Gegner nachspawnen, dass wir haben gerade eben erst noch ein Level erreicht und sind schon wieder auf halbem Weg zum nächsten Level. Weil so viele Gegner nachspawnen. Auf einer so einer Plattform. So. Nächste Pflanze verprügeln. Die Pflanzen tun das zumindest nicht allzu viel, ne? Wenn sie nicht gerade 5 von denen gleichzeitig aggro sind, tun sie eigentlich nicht so richtig was. Und immerhin das ist dann ganz nett. Dafür sind unsere Faustwaffen halt auch vom Schaden her etwas eingeschränkt. Au. Das zum Thema, wenn nicht gerade 5 von denen aggro sind und von sonst wo auf uns schießen. Er ist Kaleidoskops erwacht. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Das hatten wir in der Tat noch nicht.
Wo ist es da? Das Kaleidoskop hat eine Ermächtigung gekriegt. Yay. Immer gut, wenn Techniken, die wir sowieso gerne einsetzen, erwachen und besser werden. Oh, sind noch die Kioten, die ganzen 80 Pflanzen. So. Dann fröhlich drauf losprügeln. Komm, hör auf mich zuzuspammen, während du hier einfach stehst. Hässlicher Camper. So, wunderbar. Haben wir diese Plattform auch endlich geleert. Dafür haben wir nur noch mehr Gegenden, in die wir hinrennen können, weil... ne? Die Etage hier doch verdammt groß ist. Dann heilen wir uns mal eben und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns... Oh, ich sehe gerade, wir können noch einkaufen. Einkaufen ist dann wichtiger als Pause machen. Da, ein Vorbild. Anzahl erzeugter Geräte wird als höher als aktuelle Stufe gewertet. Hä? Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Wenn wir null Geräte drin haben, wird es, wenn wir im erscheinen Zustand sind, trotzdem so gewertet, als hätten wir zumindest eins, schätze ich. Okay, damit unsere Fähigkeiten besser sind. Das muss ich kurz erstmal durchdringen. Okay. Wie gesagt, ich würde sagen, wir machen diese Schleier erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder durch den Schleier treten, im Schleier wieder die gesamte Gegend hier erkunden und dann wieder ins Licht zurückkehren und da den ganzen Weg hier noch wieder zurücklatschen, weil wir haben ja jede Menge verpasst, während wir im Schleier unterwegs waren. Und dann wohl weiter nach der Wahrheit über unser Reich suchen. Bis dahin. Aloha.